So, wir bleiben bei Rainbow Arts auf dem C64. Jetzt kommt Unterhaltung. Jetzt kommt Qualität. Jetzt kommt wirklich etwas Anspruchsvolles, wo ich auch schon ein Leben lang sensationelle Lust drauf hatte. Es ist Rainbow Arts, ja. Der Regenbogen. Und jetzt nicht unbedingt so verrucht wie der Regenbogen von LJN. Herzlich willkommen zu Bad Cat. Ich weiß, der Pixel John, der Alex, der sitzt jetzt gerade zu Hause und kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Und der Hiratung Lord sagt: Endlich ist es da. Das Spiel, auf das Milliarden und Abermilliarden gewartet haben, was ein super geiles Intro hat. Und wo ich mich frage, ob ich tatsächlich weiterdrücken sollte. Ich weiß es gar nicht. Der Süßki, kennst du das nicht? Der Süßki kennt das echt nicht? Dann machen wir noch mal. Wenn du das nicht kennst, dann wirst du gleich viel Freude haben. Okay, dann du wirst Spaß haben. Du wirst Spaß haben. Also ich weniger. Weil ich muss es spielen. Aber es gibt, glaube ich, so zwei oder drei Stellen in diesem Game, die machen einen wahnsinnig. Und so, ich muss mal gucken. So, ich muss mal gucken. Erstmal, wie geht. Warte mal. Die Sprungphysik ist nämlich auch nicht so gut. So, okay. Also man muss das aus vollem Lauf machen. Man kann, glaube ich, auch irgendwann Stunts machen. Ich fange erstmal an zu lernen. Ich merke schon. So. So. Dann. Help. Ja. Ach so, da ist genau, da ist der Salto. Ich glaube, mit dem muss ich irgendwie da drauf, ne? Genau. Oder auch nicht. Da kommt gleich der Ball. Ich glaube, das ist die erste Stelle, die einen wahnsinnig macht, glaube ich. Ist übrigens noch der einfache Teil hier, übrigens. Falls ihr euch fragt. Es wird später noch besser. So. So, jetzt gucken wir mal. Nein, 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 nein. Mach keinen Scheiß. Looks like a ball, richtig, genau. So. Ich weiß, das war scheiße, wie man auf den Ball kommt. Okay. Ja, es geht los. Es geht los. Den muss man balancieren. Und. Okay, also. Mein Gott, ist das schlimm. Ach, und dann fängt man mit vorne an. Na klar. Sicher. Sicher. So. So. Ja, geh doch drauf. Zup. Poh.
Und wenn ich euch sage, das ist noch die einfache Stelle. Und dann fangen wir von vorne an. Ich glaube, ich hänge. Also, das ist doch. Also, das war doch. Also, an deinen Scheiß kann ich mich doch gar nicht erinnern, dass man noch zurückgesetzt wird. Oh. Oh, nee. Komm. Also, jetzt mach keinen Mist. Da, siehst du, man kann nämlich auch über die Dinger drüber springen. Mit dem Salto. Das muss man nämlich später nämlich auch. So, aber wie ging das dann nochmal mit dem Ball? Das ist die dämlichste Stelle. Und ach, habe ich jetzt verloren, ne? Ja. It's your turn. Ach so, ich kann weitermachen? War das so? Kann man da direkt weitermachen? Wo bin ich denn? Hallo? Ach, da bin ich. Ich glaube, ich muss zum roten Punkt, ne? Ich wusste gar nicht. Was geht dann weiter? Ist das, weil es eine geknackte Version ist? Irgendwie kann man auch vorher irgendwas einsammeln für Bonuspunkte und so einen Scheiß. So. Ah, komm, kann man da. Jetzt mal die Frage an die Fachleute: Kann man da automatisch weiter? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also, nicht wirklich. So. Genau. Stimmt, das war. Ach ja, stimmt, man muss jetzt erstmal Höhe gewinnen. So ein bisschen wie Akrobaten. Genau. Genau, und dann kannst du, glaube ich, irgendwann. Das Spiel ist ein Griff ins Katzenklo. Also, das ist schon wieder der Hate. Ihr seht doch, es ist ein Let's Play von Papsi. Papsi! Jetzt auch ohne Koffein. Achso, das wird übrigens angezeigt, was man treffen sollte. Wenn man überhaupt so weit hochkommt. Siehste. Und darauf noch ein Otori. Komm. Ja, ja, komm. So. Natürlich nicht. Aber wie kam man denn nochmal hoch? Wie ging das nochmal? Also, du kannst dir sicherlich selber eine Papsi kaufen. Also, das ist also. Das denke ich ist drin, oder? So. Wupp. Ah, natürlich nicht. Wie ging das denn nochmal? Man konnte doch. Oder muss man erst irgendwie da diese Powerleiste voll machen? Ah, das Spiel ist gar nicht so schlecht. Doch, ist es. Aber wenn man natürlich hier durch die ganzen Level durchgeht, ist das ganz schön. Dann muss ich mir keine Gedanken machen. Dann kann ich euch ja das große Meisterwerk komplett zeigen.
Es steuert sich auch genauso träge wie die anderen Sprungpassagen. Ich glaube, dann komme ich schon noch ein bisschen an Höhe. Das war natürlich klar. Nein. Mist. Das kriege ich immerhin schon mal hin. Das ist auch schon schlecht. Ja. Wenn er übrigens so abrutscht, gibt es natürlich nichts, ne? Versteht sich von selbst. Das ist die 8-Bit-Härte. So. Aber ich hoffe, ihr seid zufrieden. Also ich denke, das ist ein würdiger guter Kandidat. Ne? So, please turn the disc. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns in diesem Meisterwerk. Und ich weiß, ihr liebt es, ihr Genießer, ihr verrückten Leute, ihr verrückten Peoples. Ihr crazy peoples, ihr. Vielleicht mache ich doch gleich mal was Besseres. Mal gucken. So, wo bin ich denn jetzt wieder? Da bin ich und ich muss hin. Dahin. Kann ich da so durch? Nein. Also muss ich so durch. Okay. Verstanden. So. Bumm. Was kommt denn jetzt noch? Kommt irgendwie gleich schon so unter Wasser? Habe ich hier die Kanalisation, meine ich. Das war, glaube ich, richtig das Allerschlimmste. Also ihr seht, das ist so eine Art, naja, ganz schlechtes Decathlon für Katzen. Ich weiß, jetzt schreibt garantiert einer, das hat bestimmt ein Hundefan gemacht, aber ja, wir sind da. Ja. Ja. Und da ist die nächste Stelle. Ja. Auf geht's. Ich würde gern draufspringen. Bub. Das klappt nie im Leben. Du hast auch keinen Indikator, ob du was richtig machst, oder? Aber der Vorteil ist, wenn wir tatsächlich weiterkommen, ist das ja besser. Aber sonst, ich meine, ich habe die Frage gerade schon gestellt. Kann man denn wirklich weiter? Also der Pixel John, der Alex, Grüße hier, hat sich ja tatsächlich gequält, hat ja, glaube ich, die Amiga-Version dann irgendwie 2 Stunden zusammengeschnitten hat. Nee, Last Ninja auf dem Amiga steuerte sich besser. Definitiv.
Wobei der Last Ninja Remix auf dem Amiga sogar relativ gut war. Also, da kann ich mich gar nicht beschweren. Das Spiel gibt es auch auf dem Amiga. Also, falls du Schleimi Lust hast, ist, glaube ich, da noch, glaube ich, schlechter, glaube ich. Das ist hier schon die Top-Version. Also, ich habe das tatsächlich mal geschafft, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ich glaube, das gibt es auch noch auf anderen Plattformen. Dann spielt es auf dem Atari ST. Oder irgendwelchen Browsern. Ich weiß, du fühlst es, du musst Bad Cat spielen. Das ist deine Chance. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das mit dem Rhythmus ging. Sieht so aus, als hätte man es drauf und ich kann euch sagen, nein, hat man nicht. Ja, Heimrettung Nord wird mit Sicherheit davon wieder einen Highlight-Clip machen. Ich kenne ihn ja. Der Heimrettung Nord sagt, das ist ein schlechtes Spiel. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, zwei Disziplinen kommen, glaube ich, noch, ne? Ich glaube, irgend so ein Bowling kommt, glaube ich, auch noch. Ja, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Aber tatsächlich, sowas habe ich damals gespielt übrigens. Also, vielleicht erklärt das vieles, ne? Deswegen bin ich auch heute so. Hätte ich mal was Anständiges gemacht. So, wo muss ich denn hin? Wo ist denn der Punkt? Bin ich dumm? Wahrscheinlich schon, aber... Hä? Ach, da! Nee. Das ist er nicht. Da ist er. Da leuchtet er. Kann ich da durch? Natürlich nicht. Warum auch? So, da kann ich komplett nicht durch. Kann ich durch den Park abkürzen? Natürlich auch nicht. Klar. Keine Bonuspunkte diesmal. Da muss der Venom heute ohne Leckerli nach Hause gehen. Er wird's überleben. Ich glaube, jetzt kommt wieder irgendwas ganz, ganz Tolles. So. It's my turn. It's my turn. It's my... Achso, nee, halt. Schreien sie wieder, der soll nicht singen. Deswegen, Venom das Musical kommt. Bis ihr Ohrenblut bekommt. So. Genau, das war diese Geschichte. Genau, das ist dieses Killer Bowling. Da seht ihr die Lines. Und es geht darum, den Hund zu treffen. Das war gut. So, dann muss er nämlich immer einen trinken. Ihr kennt das ja, wie im echten Bowling. Da geht es ja auch nur um Saufen.
2-0. Ich habe mir übrigens nie die Lines angeguckt. Ich spiele das genauso, wie ich das damals gemacht habe. Ich hau einfach rauf. Wenn es klappt, ist schön. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt muss ich saufen. Ich habe leider jetzt hier nur Kaffee. Komm, ich mach's mal für den echten Effekt. Ich trinke jetzt Kaffee. Vielleicht wäre ich dann hyperaggressiv. Man weiß es nicht. Ist so, und dann verschwindet irgendeine Line, weil man ja dann irgendwie voll hacke stramm ist, weil Deutsche kennen sich mit Alkohol aus. Na, ihr wisst ja, der Deutsche. Alkohol ist ein Menschenrecht. Ja gut, da konnte ich gar nicht mehr ausweichen. Komm, Chris. Für den Sirak. Alfopsi. Ja, jetzt spreche ich mal so wie die meisten Zuschauer von mir. Es gibt kein Papsi auf Kastrop Rauxel, Weike, voll von Herne. Nix, kein Bier in Lüdenschein. Ich musste jetzt gerade lachen, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße, das macht er auch im Real Life. Der Heimrettung-Lord weiß das. Der musste mich schon übertragen. Wir müssen übrigens, ne, weiß hier, Weihnachtsmärkte und so ein Scheiß, da sind wir wieder voll dabei, ne? Das ist dir klar. Muss ich mal wieder nach Daten gucken. Fast 10 Jahre. 10 Jahre. Alter Witz noch. Was ist das denn? Ist abgestürzt? Das Spiel hat aufgegeben. Nach dem Motto, so, hält er dann endlich die Schnauze. Nee, tut er nicht. Please turn the disc. Hat übrigens einer, das fand ich ganz lustig, ein so ein ganz pfiffiger, also ich meine, ihr wisst ja, es gibt ja genug Leute, die im Internet, also ganz ehrlich, pfiffig sind, wo man denkt, ja, die Teilnahmeurkunde vom Kindergarten hast du dir richtig verdient. Da hatte einer ganz lustig, weil ich mache das ja hier, ne, mit Diskettenwechsel, hat er gesagt, das ist ja schön, dass du die Originale hast. Genau, das Cracktro vorne, das habe ich extra irgendwie trickreich reingeschnitten. Nicht nur das Spiel ist abgestürzt. Das glaube ich nicht. Nicht mit diesem Kaffee übrigens. Ist übrigens lecker Senseo-Kaffee. So. Wie, dann fängt das nochmal vorne an? Was ist das denn für ein Bullshit? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine super Sieger-Ehrung und ganz toll. Da hätte ich noch gesagt, super, was für ein geiles Game. Aber so muss ich sagen, nein. Ich bin ein bisschen... Immerhin finde ich das ganz... Ich hatte gerade die Vermutung, dass das Spiel dadurch unwesentlich länger dauert, aber das tut es nicht. Ich kann mal gucken, ob ich das andere Meisterwerk auch mal gemacht habe. Ich wollte euch ja unbedingt noch mal die... irgendwelche so Magic-Dist-Sachen und sowas gönnen. Das werde ich auch noch eines Tages tun. Aber ich wollte mal eben kurz was gucken, ob ich das gemacht habe. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ihr habt mich jetzt gerade zu einem Top-Spiel inspiriert. Dafür ist die Musik gut. Also das Intro ist wirklich cool. War das auch für der Hülsbegriff? So, der Hyrule hat gerade gefragt, wie lange habe ich es so mit dem Venom 74 ausgehalten? Es gibt die Möglichkeit, Durchhaltevermögen, er gab mir Geld, Therapie, anderes, keine Ahnung. Es ist natürlich die Therapie.
Und da habt ihr völlig richtig entschieden. Ach, ist doch egal, wenn ihr was doppelt seht, ne? Schieben wir es auf den Alkohol. Die Musik ist geil. Die ist wirklich gut. Die ist gut. Die ist gut. Deswegen, ihr solltet alle Bad Cat spielen. Weil das ist super. Ich glaube, das Intro ist auch relativ lang. Aber gut, ich hab's hinter mir. Ich muss es nie wieder machen. Und es ist dann auch noch abgestürzt. Das ist so unglaublich gut. Das kannst du dir nicht erzählen. Das ist brillant. So, jetzt habe ich noch etwas. Ich lege noch mal einen oben drauf. So, nachdem ihr jetzt den Bad Cat getanzt habt, ne, den Bad Dance, ne, next.